Servus Leute, zurück zu Let's Play Hex Shards of Fate. Ja, das letzte Mal haben wir 10 Gnome durch die Wüste schleusen können. Schieben wir es erstmal beiseite. So. Entweder Killipid jagen oder gehen wir mal der Quelle der Zombie-Invasion auf den. Ja. Untersuchen wir mal diese Quelle. Oder finden. Das ist das nächste. Ziel. Dabei erinnere ich mich. Oh, ich habe ganz vergessen, mein Deck wieder umzubauen. Na gut, müssen wir das erstmal machen. Oder beziehungsweise nachschauen, was da hier vielleicht falsch drin sein könnte. Auslöschen müssen wir da raus. Also auslöschen in diesem Deck. Gnadenlose Auslese. Will ich den behalten? Eigentlich ist er ziemlich gut. Tödliche Waffen brauche ich nicht. Wildwuchs ist nicht zwingend notwendig normalerweise. So, was brauche ich? Den Kommandoturm? Ja, doch, den kann man behalten. Konkubani für zusätzliche Truppen. Unbegrenzte Truppen, besser gesagt. Sensei für Card Draw. Das, um alle Truppen zu stärken. Removal, Removal, Removal. Gute Kreatur. Massen und Removal. Guter Kämpfer. Removal. Massenstärkung. So, 5 Plätze frei. Ich will Diamant nicht sehen, ich will Artefakte nicht sehen. Ich will. Na gut, lass mal es erstmal so. Was sind gute Karten, die ich auch zur Verfügung habe? Ach, die Musik ist so laut. Gute Karten. Gute Karten. Kann nur von Artefakten und Blut geblockt werden. Ist prinzipiell eine gute Karte. Besonders mit den Sachen wahrscheinlich. Raserei 1. Oh ja. Helm des Schnitters. Dann ungewöhnliche Anfügung, wenn diese Karte einen Gegner schicke deine eine Hand aus dem Gegner in die Leere, du hast. Oh. Aber auch Raserei 1 gefällt mir, wenn er nicht geblockt werden kann. Das wäre ein Nekromant. Und Platz für einen Helm hätte ich. Ich weiß bloß nicht, ob ich das habe. Sollte man mal im Hinterkopf behalten. Das ist eine gute Option für dieses Deck, so als möglicher garantierter Finisher. Wobei, wenn wir jetzt gegen Untote angehen, dann werden die wahrscheinlich alle Blut sein. Dann wird es nichts mehr bringen. So, Auslöschung ist schlecht bei den Chinaren. Das ist zwar eine gute Karte, aber es ist schlecht. So, was haben wir hier noch? Nein. Nein. Removal. Nein. Weiter. Ach, ich schaue jetzt gerade bloß die Blut an. Ah, vielleicht so ein paar Riesen-Dinosaurier? Ein Dinosaurier-Deck könnte auch mal interessant sein. Das wäre dann eher so ein Ramp-Deck. Das ist eine Option. Auf jeden Fall. Das ist immer noch sehr witzig geschrieben. Sobald der Mann Schwocki das Spiel betritt und falls er hungrig ist, Sternchen, der Mann Schwocki ist immer hungrig. Kannst du eine beliebige Anzahl Chinare opfern? Der Mannschwocki erhält für jeden auf diese Weise geopferten Chinare +3/+3. Oh ja, die Eugolisten oder wie die heißen. Die müssen ja wieder rein. Die habe ich herausgenommen. Die müssen wieder rein, auf jeden Fall. Wo sind sie denn? Eugolist, wo ist er denn? Ich weiß nicht, also ich komme mit dieser Sortierung immer nicht. Ich habe keinen Plan. Ich habe noch nicht herausgefunden, nach was dieses Spiel hier mehr sortiert. Euk. Heißen sie irgendwie so? Euk? Nee. Oder habe ich es im Deck? Nö. Eu? Irgendwas mit Eu. Eu. Shin. Shinare. Da sind sie doch. Da haben wir ihn. Der muss wieder ins Deck rein. Gut. Genau, schauen wir doch mal die Chinare an. Ach, der Manchewocke hier, warum nicht? Der passt so witzig ins Deck. Ah ja, stimmt, den hatte ich auch im Deck. Der wäre gut für Massen. Aber jetzt geht's immer mehr Richtung in Opfern. Und wenn es in Richtung
Opfern geht, ist es nicht mehr ein Massendeck. Vielleicht was Kleines? Ja, sowas hier klein und schnell? Ah, Kaiser Itos Wille, natürlich. Das war eine gute Karte. Hat mir mehrfach geholfen. Der wird groß? Der wird groß? Der kann groß werden? Kann groß werden? Kann, ja, großen Angriff bekommen? Brauche ich dann wirklich noch solche Karten, die auf Massen zählen? Besonders da ich auf Opfern gehe. Eher weniger. Na gut, trotzdem. Early Game habe ich jetzt bloß eins. Die drei. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Den? Ich finde dem seine Fähigkeit nützlich. Prinzipiell in einem langen Spiel kann er groß werden, aber es ist halt langsam. Es ist ziemlich nützlich, wenn er als erstes ausgespielt wird. Ist die Frage, wer von den beiden zum Beispiel besser wird. Der wird mit Sicherheit immer größer. Bleibt aber von der Verteidigung immer klein. Der wird konstant größer. Ist auch gut als Massenangriff, wenn man keine Türme kriegt. Eigentlich brauche ich den Kommandoturm nicht. Brauche ich überhaupt einen Kommandoturm? Ich habe ja die Hasen. Davon habe ich jetzt einen mehr rein. Konnte ich ja einen mehr reinhauen? Kommen die Kommandotürme komplett raus. Stattdessen haue ich mir lieber, genau, die Wolfschafts-Roni. Um das Deck ein bisschen schneller zu machen. Frühzeitig dem Gegner schon Schaden zu machen. Und eventuell mit einer Einserkarte eine piefige Karte loszuwerden. Genau. Halt die Artefakte. Vielleicht brauche ich das ein oder andere. Ich habe, glaube ich, da, genau, das von den Eugolisten, glaube ich, habe ich auch rausgenommen. Da muss ich bei den Artefakten wieder reinschauen. Am besten ist immer, man schaut so, weil dann sieht man auch, welche Artefakte man kann nehmen. Kopf habe ich zum Beispiel schon und das Schwert. Was ist auf dem Schwertplatz? Raus damit. Weil ich glaube, der Nori mit Erstschlag ist viel mächtiger. So, Platz. Sortier nach Platz, bitte. Achso, hier. Oder nach Typ. Brust. Da war das für die Eugolisten, für die Brust. Brust war Eugolist. Das war so eine komische weiße Kutte oder so. Das da, glaube ich, oder? Ja. Schupp, dass, wenn sie ins Spiel kommen, ich was opfern könnte und sie gleichzeitig damit stärker machen kann. Ist eine nützliche Option zumindest. So, dann haben wir hier, da brauchen wir nichts. Oh, das wäre natürlich mächtig mit in Verbindung damit. Also wenn ich den allen schon plus 10 gebe, so in etwa, dann wäre das echt mächtig. So, aber jetzt schauen wir mal. Waffe, genau, da wollte ich die vom Nori, wenn ich sie denn habe, beharrliches Katana. Also, Brust ist in Ordnung. Runter, runter, runter. Füße ist in, ja, das wird schon passen. Dann war das ja für den Nori schon. Füße, 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 Füße. Handschuhe, da ist das für unsere, unser fruchtbares Fellknäuel, das ist wichtig. Kopf. Für den Kopf habe ich eigentlich nichts Sinnvolles bisher. Da, mal schnell schauen. Schnell Verwandlung Dinger gerade. Ich schaue mir bloß die Namen an. Jungtierüberfallkommando. Nee, das spiele ich ja nicht. Da. Das müsste irgendwie so eine Option geben, dass man nur diese Art Fakte sieht, die man halt gerade für dieses ausgewählte Deck überhaupt nutzen könnte. Das wäre ziemlich nice. Vielleicht wird es irgendwann mal hinzugefügt. Warte mal, für den Kopf habe ich nichts. Das braucht nichts für den Kopf, hat nichts für den Kopf. Das ist eine Waffe. Du hast nichts. Das ist eine Waffe. Das ist ein
Trinket, Waffe. Okay, für den Kopf habe ich ja sowieso nichts. Also dann auf zur Waffe. Waffe ist, glaube ich, das Letzte, was immer kommt. Waffe hier. Ah, beharrliches Katana. Sehr gut. Ich glaube, das ist wertvoller, als dass der stärker werden kann, weil als 4-4 taugt er schon was. Und meistens, wenn er eine 5-5 wird und so weiter, dann ist es sowieso prinzipiell schon gewonnen. Deswegen passt es so. Ja, da haben wir mal jede Menge Deckbuilding betrieben. So bin ich mal an die Sache rangegangen. Und ich glaube, mein Deck wurde ein bisschen angepasst, verbessert. So, die Barrikaden machen, die Straße ist für alle gesperrt. Ich gehe da jetzt durch. Ich hätte vielleicht handeln können. Und jeder gegnerischen Einheit zufällig 1 bis 5 Schaden. Oh, okay. Eine Drachenwache. Oh, okay, muss ich drauf achten. Ich muss ihn also... Ich kann ihn bis auf 11 runterschlagen und dann muss ich ihn finishen. Weil das möchte ich nicht, dass er lauter Kreaturen triggert. Aber das andere, dass er Massen-Removal-Fähigkeit hat, ist auch garstig. Gut, ich darf anfangen, das ist wichtig. Oh, was ist das? Oha. Oha. Ja, gut, ja. Ach, der hat ja bloß 15. Ist okay. Warte mal, Attentat geht, glaube ich, nicht gegen eine, die keine Artefakte hat. Das sind Artefakte. Das wird mal ein interessanter Gegner. Alles klar. Und schon machen wir sie mir... Die Zeit drängt sogar. Da, die Zeit drängt zu sehr. Das können wir uns nicht leisten, dass du dir... Dass du noch mehr produzierst. Ich brauch's jetzt. Ach, Lady. Oh. Okay, okay. Wie sieht's aus mit Kaiser Itus Wille? Wäre gut in dieser Mission. Einfach mal überrennen. Drachenwache. Ist okay. Ist nicht so wichtig. Ah, da endlich. Geploppt. Tja, aber machen kann ich nicht wirklich was. Und muss ich mich vor diesen Drachenwachen in Acht nehmen? Eigentlich auch nicht. Wenn ich den blocke, dann habe ich einen Zug mehr, rein theoretisch, zu überleben. Rein theoretisch. Absolut rein theoretisch. Oh. Oh. Ah. Ah, ich kann nicht beide ausspielen. Also wird er wahrscheinlich die Drachenwache opfern. Und ich einen Kampfspringer. Oh, das ist sehr... angenehm, was er da macht. Hm, na gut. Die dürfen angreifen. Wenn er einen blockt, ist es mir recht. Ja. Nee, leider blockt er so. Hm, na gut. Kaiser Itus Wille wäre echt hier, der Finisher gerade. Oh, das war die Pfeilsalve. Tja. Die hat mich jetzt mal komplett kalt erwischt. Daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Oh, shit. Ja, 2 Schaden jeden Zug, 5 Züge habe ich noch. Wird serienmäßig mit einer dreifach geschützten Nummer ausgeliefert. Geschützte Nummer. Und der hat immer so viel... Neben diesen Viechern... Das bringt nichts. Können wir neu anfangen? Ah, die Pfeilsalbe. Daran habe ich jetzt nicht mehr gedacht. Hatte ich aber auch Pech, dass sie sogar meine 4-4 gekillt hat. Die Chance, 1 bis 5 Schaden. Naja, 40% Chance. Bleibt für jedermann gesperrt. Na, das probieren wir nochmal. Da bin ich mir nicht so sicher, ob das so ist. Ich brauche einfach mehr Glück. Wobei, war eigentlich schon eine gute Hand. Na gut, Attentat. Brauche ich... Ja.
Mashuboki zum Beispiel. Der hätte was gemacht. Ja, das ist schön. Ja, das ist auch schön. Oh, Kaiser Itos Wille. Schauen wir einfach mal. Okay, die bombardieren mich, die Geschützturmmauern. Ist okay. Konkubani, nicht schlecht. Aber auch nicht gut. Hauen wir dich mal in den Untergrund. Der Ronin wird geblockt. Leider Gottes, aber ja. Da wäre wieder Wildwuchs nicht schlecht. Rot braucht er dafür auch noch. Aha. Halt, das kann ich ja mit dem... Oh ja, das kann ich ja sozusagen... Oh, mit Kaiser Itos Wille ist es nützlich, wenn ich sie frühzeitig ausspiele. Und wenn ich mehr in den... Ja, das ist nicht schlecht. Er kriegt kein Rot. Bisher. Das fehlt ihm gerade ein bisschen. Und du bleibst klein. Das ist auch nicht schön. Blöd. Ich werde bombardiert von diesen Mauern. Ich krieg die nicht los. Artefaktzerstörung bräuchte ich irgendwie in der Art. Um hier erfolgreich zu sein. Nori. Interesting. Noch können sie blocken. Und jetzt... Oh, Mana Scroot. Mein Gegner ist Mana Scroot. Nächsten Zug vielleicht. Halt! Ah, ich hätte noch einen Kampfspringer. Ich mache noch einen Kampfspringer. Mein Gegner ist Mana Scroot. Das kann man nicht anders ausdrücken. Und ich habe fast kein Leben mehr. Oh, Kaiser Itos Wille bringt nicht mal was. Aktuell. Und ich muss halt jetzt auf das Worst-Case-Szenario achten, dass mein Gegner jetzt rein theoretisch irgendwann rotes Mana bekommt oder einen roten Schaden. Und dann sieht's schlecht aus. Ja, da hat man ihn. Und dann kommt der Pfeilhagel. Oder auch nicht. Interesting. Interesting. Attentat. Kaiser Itos Wille wird auf jeden Fall sehr stark werden. So, ich werde... Der wird blocken. Zwei... Okay, auf 11 Schaden müsste ich ihn jetzt runterdrücken. Oh, shit. Doch nicht. Der hat sich überlegt, block mir doch lieber die Kleinen. So, jetzt. Wusch. Wusch, 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 wusch. Na gut. Damit kann ich auch arbeiten. Boah, hätte Kaiser Itos Wille hier... Halt, nein. Nein, 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 nein. Falsch. Oh, shit. Ich habe noch einen Lebenspunkt.
Er muss mit der 05 blocken. Oh, er blockt mit der 05. Um mir noch eine Chance zu ermöglichen. Okay. Ja, ein Segen. Ich habe wieder Lebenspunkte. Mir fehlt. Da fehlt mir was. Mit Kaiser wie Itos Wille kann ich hier viel Schaden machen, das ist klar. Zum Glück, der Nori müsste einiges rausreißen. Ja. Der kriegt wieder eine Kreatur. Und spielt wahrscheinlich wieder eine Kreatur. Jetzt hängt's. Ja, genau, sowas brauche ich. Mir Segen ins Deck und dann gnadenlose Auslese. Usch. Gut. Okay, er kriegt wieder eine Kreatur. Spielt wieder eine Kreatur. Der Lauerer, der kommt diesmal sogar direkt ins Spiel. Hat dadurch bloß kein... Gut. Ja. Ah, sehr gut. Das war ein Kampf. Das war ein Kampf bis zum... Boah, das war so knapp. Andererseits kann man auch sagen, es war Missplay des Gegners, seine Kanone wegzuschmeißen. Marakashuka und bam. So eine Barrikade kann mich nicht aufhalten. Sie war aber gut. Wenn meine Removal gegen Artefakte nicht wirken, dann ist es natürlich schlecht. Gute Erfahrungspunkte. Du stößt die Barrikadenwachen zurück und verschaffst dir so genug Platz, um in Richtung eines kleinen Wäldchens zu rennen. Du hast die Barrikade erfolgreich überwunden. Drei neue Wege und dabei ein Pilzhaus. Den gönnen wir uns noch, den Pilz. Als du dich dem Pilzlinghaus näherst, beginnt es hin und her zu schwanken. Zwei glühende Augen erscheinen unterhalb des Dachs. Dann erhebt sich das gesamte Haus und stellt sich auf zwei dürre pilzüberwucherte Beine. Dir wird klar, das Haus ist der Pilzling. Immer mit der Ruhe, Große. Der schwankende Pilzling drückt seine Hand in den Matsch neben seinen Füßen und beginnt herumzugraben. Nach ein paar Minuten fieberhafter Suche reißt der Pilzling seine Hand aus dem Schlamm und hält dir etwas vor die Nase. Was hast du da? Karten. Dann erhält die eine zufällig Minus. Okay, das ist nicht schlecht. Noch ein wahnsinniger Ghoul. Auf die Krypte, die Handfüße. Nö. Verwesung ist nicht schlecht. Cool, ein kleiner Removal. Ist sogar eine Überlegung wert, ob ich den vielleicht ins Deck packe. Also im Idealfall gibt es minus 3, minus 3 für zweimal. Im Worst Case gibt es minus 1, minus 1 im Okay, ja, das ist nicht schlecht. Ich habe... Ah, wobei, probieren wir es... Ah, wegen der Einkarte. Nicht so wichtig. Na gut, dann beim nächsten Mal können wir hier neue Sachen erkunden. Das ist toll. Super, endlich. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.